Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Maren und ich werde euch in den nächsten Videos den Satz von Pythagoras im Raum bzw. die Raumdiagonale im Quader und Würfel näher bringen. Um diesen Inhalten gut folgen zu können, solltest du bereits wissen, was der Satz von Pythagoras ist und wie er angewendet wird. Falls du damit noch nicht ganz vertraut bist, schau gerne bei meinem Kollegen Fabian vorbei. Er erklärt dir das in seiner Videoreihe ganz genau. Um den folgenden Basic-Videos gut folgen zu können, sehen wir uns nun an, was eine Diagonale überhaupt ist. Wenn ich ein Rechteck gegeben habe, zieht sich die Diagonale von einem Eckpunkt zum weitest entfernten. Wie du hier sehen kannst, geht die Diagonale im Rechteck von links unten nach rechts oben, da diese zwei Punkte am weitesten entfernt sind. Wie kann ich so eine Diagonale jetzt berechnen? Um das herauszufinden, wendest du den Satz von Pythagoras an. Dieser lautet Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat ist Hypotenuse zum Quadrat. So ein Zufall, unsere Diagonale teilt das Rechteck in ein rechtwinkliges Dreieck, wie du hier sehen kannst. Somit kann ich einfach einsetzen. A² plus B² ist gleich D². Oder die Wurzel aus A² plus B² ist gleich D. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Überleg mal, ist es egal, ob ich die Diagonale so, also wie die rote, einzeichne? Falls du mit Ja geantwortet hast, liegst du richtig. Es ist egal, wie du die Diagonalen einzeichnest, solange du beachtest, dass sie von einem Punkt zum weitest entfernten gehen. Wie die blaue Diagonale, die ich hier eingezeichnet habe. Doch wie sieht das Ganze mit dem Körper aus? Und was ist dein Körper überhaupt? Überleg mal selbst, wie du aus einem Rechteck einen mathematischen Körper machen könntest. So, ich hoffe, du bist zum selben Schluss gekommen wie ich. Aus einem Rechteck kann ein Quader entstehen. Denn der Quader besteht aus sechs Rechtecken. Jeweils zwei davon, nämlich die, die sich gegenüber liegen, haben die gleiche Größe und die gleiche Form. Wir sagen dazu deckungsgleich. Wir zeichnen auch direkt die Flächendiagonalen ein, um diese zu berechnen. Wir haben einmal D1. Das sind diese zwei Diagonalen. D1 kann ich berechnen mit D1² ist gleich A² plus B². Satz von Pythagoras, den kennst du schon. Nun kann ich auch die D2 einzeichnen. Das sind diese beiden Diagonalen. D2² ist gleich A² plus C². Oder ich kann auch D3 einzeichnen, das wären diese zwei Diagonalen. Mit D3² ist gleich B² plus C². Gut, wir wechseln zum Quadrat, ein besonderes Viereck, da alle Seiten gleich lang sind. Auch hier kann man den Satz von Pythagoras anwenden. Wie kann man denn im Quadrat den Satz des Pythagoras anwenden? Überleg mal kurz. Falls du die Antwort gegeben hast, dass man eine Diagonale zeichnen kann, liegst du richtig. Wir zeichnen auch hier wieder eine rote Diagonale und erhalten zwei rechtwinklige Dreiecke. Wenn wir den Satz von Pythagoras anwenden, kommen wir zu der Formel a² plus a² ist gleich d² durch einsetzen. Hier kann ich wieder die Wurzel ziehen mit die Wurzel aus a² plus a² ist gleich d. Auch die blaue Diagonale könnte ich einzeichnen. Auch diese Einzeichnung wäre korrekt, da die Diagonalen gleich lang sind. Die Berechnung für die Diagonalen sind demnach ident. Es gibt auch eine zweite Methode zur Berechnung der Diagonalen, nämlich durch Umformen. A² plus A² ist gleich D². Kann ich umformen auf 2 mal A² ist gleich D². Hier kann ich die Wurzel ziehen. Und wir wissen, aus A² kann ich wirklich die Wurzel ziehen mit A mal die Wurzel aus 2 ist gleich D. Das ist für später einmal ganz wichtig, also merkt ihr das gut. Diese Folie kennst du bereits. Wie sieht nun ein Körper aus? Und was ist ein Körper überhaupt? Meine ich hier den menschlichen Körper? Nein, natürlich rede ich nicht vom menschlichen Körper. Aus einem Quadrat kann ein Würfel entstehen, denn ein Würfel besteht aus sechs Quadraten. Da alle Seiten gleich lang sind, sind auch alle Flächen deckungsgleich. Das Wort kennen wir schon. Die Diagonalen kann man folgendermaßen einzeichnen.
D² ist gleich A² plus A² in grün. Es gibt eine violette mit D² ist gleich A² plus A² und eine, die hier in orange verläuft mit D² ist gleich A² plus A². Was uns hierbei auffällt, ist, dass wir alle Diagonalen gleich berechnen. Das bedeutet, ich kann zusammenfassend für alle Diagonalen im Würfel sagen, D² ist gleich A² plus A² und D ist gleich die Wurzel aus A² plus A². Das ist praktisch, weil da muss ich immer nur eine Diagonale berechnen, um alle zu kennen. So, ich hoffe, ihr habt nun einen guten Überblick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!